Guten Morgen. So. Ja, der arme, verzweifelte Mann, der nicht zur Ruhe findet, scheinbar. So ist das, wenn ich, sehe ich jetzt, ohne Brille spiegelt sich nichts, aber ohne Brille sehe ich auch nichts beim Lesen. Also ich sehe hier schwarz und weiß, aber ich, früher konnte ich noch so, also früher, aber jetzt nicht mehr. Egal, so geht's aber. Bis jetzt sind die beiden in dem südlichsten Teil des Gartens umhergewandert, doch nun wendet sich der Gärtner dem westlichen Teil zu. Dieser ist ganz anders angelegt. Große, ebene Rasenflächen wechseln mit Erdbeerbeeten, Kohlfelder mit Stachelbeer- und Johannisbeerbüschen ab. Auch hier sind kleine Gartenhäuschen, aber die meisten sind rot angestrichen. Sie sehen aus wie Bauernhäuser und sind von Hopfengärten und Kirschbäumen umgeben. Hier hält sich der Gärtner nicht auf, nur im Vorbeigehen sagt er zu dem Jungen, diese Gegend hier heißt Wingacker. Gleich darauf deutet er auf ein Gebäude, das viel einfacher aussieht als die übrigen und am ehesten mit einer Schmiede verglichen werden könnte. Dies ist eine große Werkstatt, sagte er. Ich nenne sie Eskilstuna. Wenn du Lust hast, kannst du hineingehen und dich daran umsehen. Lust hast? Also, der Junge geht hinein, sieht sich aber zuerst nichts als eine ungeheure Menge von Rädern, die schnurren, von Hämmern, die stampfen und Winden, die knirschen. Es ist hier so viel zu sehen, dass er wohl die ganze Nacht dageblieben wäre, wenn ihn der Gärtner nicht gerufen hätte. Hierauf wandern sie miteinander im nördlichen Teil des Gartens am See entlang. Das Ufer tritt bald zurück, ragt bald ins Wasser hinein. Landzungen und Buchten, Buchten und Landzungen wechseln einander ab. Von den Landzungen liegen kleine Inseln, die nur durch schmale Wasserarme vom Lande getrennt sind. Die Inselchen gehören auch noch zum Garten. Sie sind mit derselben Sorgfalt angelegt wie alles Übrige. Der Junge kommt an einem schönen Gebäude nach dem anderen vorüber, aber der Gärtner hält nirgends an. Jetzt gelangen sie an eine prächtige rote Kirche, die von schwer beladenen Obstbäumen umgeben, auf einer Landzunge liegt und sich da ganz großartig ausnimmt. Der Gärtner will auch hier nur vorübergehen, aber der Junge fasst sich ein Herz und fragt, ob er hineingehen dürfe. »Ja, ja, geh nur hinein«, antwortete der Gärtner, »aber hüte dich vor dem Bischof Rogge. Es ist wohl möglich, dass er sich bis zum heutigen Tage hier in Strängnäs aufhält.« Rasch läuft der Junge in die Kirche hinein und sieht da schöne Grabdenkmäler und Altarbilder. Vor allem bewundert er in einer Kapelle neben der Vorhalle einen Reiter in vergoldeter Rüstung. Auch hier ist so viel zu sehen, dass der Junge gern die ganze Nacht hier zugebracht hätte, aber er muss wieder hinaus, denn er darf den Gärtner nicht auf sich warten lassen. Als er wieder rauskommt, sieht er, dass der Gärtner eine Eule beobachtet, die hinter einem Rotschwänzchen herjagt. Der Alte pfeift dem Rotschwänzchen, es fliegt herbei und lässt sich vertrauensvoll auf der Schulter des Gärtners nieder. Als die Eule in ihrem Jagdeifer hinter ihm dreinfliegt, jagt er sie mit seinem Spaten fort. Er ist doch nicht so gefährlich, wie er aussieht, denkt der Junge, als er sieht, wie zärtlich der Alte den armen Singvogel beschützt. Sobald der Gärtner den Jungen erblickt, wendet er sich zu ihm und fragt, ob er den Bischof Rogge gesehen habe. Als der Junge es verneint, sagt er im bitteren Gram, hat der Bischof Ruhe bekommen und ich nicht? Bald erreichen sie das stattlichste der vielen Puppenhäuser. Es ist eine aus Backsteinen aufgeführte Burg mit drei massiven, runden, durch lange Flügel verbundenen Türmen. Geh hinein und sieh dich um, wenn du Lust hast, sagt der Gärtner. Dies ist Gripsholm und hier musst du dich in Acht nehmen, dass du dem König Erich nicht begegnest. Der Junge geht durch ein tiefes Torgewölbe und gelangt auf einen großen, dreieckigen, von niedrigen Häusern umgebenen Hof. Die Häuser sehen nicht besonders vornehm aus und der Junge hat keine Lust, hineinzugehen. Er springt nur Bock über zwei lange Kanonen, die hier aufgepflanzt sind, und eilt dann weiter. Nun geht es durch ein zweites tiefes Torgewölbe
und dann gelangt er in einen zweiten Schlosshof, der von prächtigen Gebäuden umgeben ist. Hier geht er hinein, er durchschreitet zuerst große altertümliche Zimmer, wo an den Decken die Querbalken sichtbar sind und allen Wänden große dunkle Bilder hängen, auf denen ernst aussehende Herren und Damen in seltsamen steifen Gewändern abgebildet sind. Eine Treppe höher kommt der Junge durch hellere und freundlichere Gemächer. Hier fühlt er sich so recht deutlich, dass er sich in einem königlichen Schloss befindet, denn an den Wänden sind lauter glanzvolle Bildnisse von Königen und Königinnen. Noch eine Treppe höher ist ein großer Bodenraum, auf dem ringsherum die verschiedenartigsten Räume münden. Die einen sind freundliche Zimmer mit schönen weißen Möbeln, dann kommt ein kleines Theater und gleich daneben ein richtiges Gefängnis, ein düsterer Raum mit nackten steinernen Wänden, vergitterten Fenstern und einem Boden, dessen Flächen von den schweren Tritten der Gefangenen ausgetreten sind. Hier ist so viel zu sehen, dass der Junge gern viele Tage lang dageblieben wäre. Aber der Gärtner ruft ihn und er wagt es nicht, den Ruf zu überhören. »Hast du König Erich gesehen?«, fragt der Gärtner, als der Junge aus dem Schloss heraustritt. Aber der Junge hat niemand gesehen, und da sagt der Alte wieder wie zuvor, nur mit noch größerer Verzweiflung im Ton, »Hat König Erich zur Ruhe gehen dürfen, ich aber nicht.« Jetzt richten die beiden ihre Schritte nach dem östlichen Teil des Gartens. Sie kommen an einem Badeort vorüber, den der Gärtner Södertälje nennt, sowie an einem alten Schloss, den er dem Namen Hörningsholm gibt. Hier ist übrigens nicht viel zu sehen. Überall ragen Felsen und Klippen auf, die immer einsamer und kahler werden, je weiter draußen sie liegen. Jetzt wenden sie sich nach Süden und der Junge erkennt die Hecke wieder, die der Gärtner Kohlmarden nannte, und dann errät er, dass sie sich dem Ausgang nähern. Der Junge ist hocherfreut über alles, was er gesehen hat, und als sie nun schon nahe bei dem großen Gittertor sind, versucht er dem Gärtner seinen Dank auszusprechen. Aber der Alte hört gar nicht auf ihn, sondern geht nur geradenwegs auf das Tor zu. Hier angekommen, wendet er sich an den Jungen und reicht ihm seinen Spaten. »Da!« »Halte ihn, während ich das Tor aufschließe«, sagt er zu dem Jungen. Diesem aber ist es ohne dies leid, dass er dem barschen alten Mann schon so viel Mühe gemacht hat, und er will ihm daher jede weitere Anstrengung ersparen. »Meinetwegen braucht ihr das schwere Tor gar nicht aufzumachen«, sagt er und stüpft gleichzeitig zwischen den Gitterstäben hindurch. Für so einen kleinen Knirps hatte das natürlich nicht die geringste Schwierigkeit. Der Junge tut es in der besten Absicht und ist hoch bestürzt, als er hört, dass der Gärtner hinter ihm in heftigen Zorn ausbricht, auf den Boden stampft und an dem Gitter rüttelt. »Was ist denn? Was ist denn?«, fragt der Junge. »Ich wollte euch ja nur die Mühe ersparen. Warum seid ihr denn so böse?« »Sollte ich etwa nicht böse sein?«, entgegnete der Alte. »Es wäre nichts weiter nötig gewesen, als dass du meinen Spaten genommen hättest. Dann müsstest du hier bleiben und den Gärtner besorgen, und ich wäre abgelöst. Jetzt weiß ich nicht, wie lange ich hier noch ausharren muss.« Bei diesen Worten rüttelte der Gärtner wieder an einem Gittertor und sieht schrecklich zornig aus. Aber dem Jungen tut er plötzlich von Herzen leid und er versucht, ihn zu trösten. »Seid doch nicht so betrübt darüber, Herr Karl von Södermannland«, sagt er, »denn es findet sich gewiss niemand, der euren Garten so gut pflegen würde, wie ihr es tut.« Als der Junge das sagt, wird der alte Gärtner ganz still und ruhig. Der Junge meint, einen hellen Schein über die harten Züge hingleiten zu sehen. Aber er kann es nicht deutlich sehen, denn plötzlich verblasst die ganze Gestalt und verschwindet wie im Nebel. Und nicht nur die Gestalt, nein, auch der ganze Garten mit allen Blumen und Früchten und dem Sonnenschein verblasst und verschwindet. Wo er gestanden hat, ist nichts anderes mehr als öde, wilde Wald. Im Nerkes, die Isetta-Kassia. In Nerkes gab es in frühen Zeiten etwas, was es anderswo nicht gab, nämlich eine Hexe, die Isetta-Kassia hieß. Den Namen Kassia hat sie bekommen, weil sie so viel mit Sturm und Wind zu tun hatte. Und solche Wetterhexen werden immer so genannt,
Der Beiname war ihr aber gegeben worden, weil es hieß, sie stamme aus dem Isetta-Sumpf im Kirchspiel Aska. Da haben wir mal wieder ein paar viele neue Namen, nicht wahr?